Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei mir zu Hause, liebe Löwenherzen. Ja, ich freue mich sehr. Der Kanal wächst hier stetig und ständig und mich erreichen viele Mails und ja, wir werden hier immer mehr und deswegen habe ich mich mal entschlossen dazu, dass ich mal euch einen kleinen Einblick hier privat bei mir gebe, damit ihr auch mal seht, wie ich aussehe, weil ja, ich zeige mich ja in den Videos, in den Orakeln nicht. Und so, jetzt könnt ihr mich mal sehen. Das ist ja sonst nur auf meiner Homepage. Jetzt könnt ihr mal sehen, wo ich für euch die Orakel drehe. Das ist hier an diesem Tisch. Da habe ich meine Beratung auf und berate ja auch astrologisch, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Das erzähle ich euch gleich noch mal ein wenig. Ja, hier hinten sind meine Kartendecks, ja, die ich benutze. Mein Löwenherz-Kaffeebecher hier, den ich hier immer habe an meinem Tisch. Und hier seht ihr oben meine Bilder, die ich gemalt habe für meinen astrologischen Kalender. Ich male ja auch nebenbei ein wenig. Könnt ihr auch alles auf meiner Homepage euch anschauen, wenn ihr mögt. Genau. Also hier ist der Arbeitsbereich und hier arbeite ich für euch eure Orakel aus und eure astrologischen Beratungen. Genau. Ja, nochmal zu meinen Karten, also zum Kartenlegen allgemein. Das wollte ich einfach auch mal sagen. Wozu ist denn Kartenlegen eigentlich gut? Wozu benutzt man das? Was bringt euch das? Was bringt mir das? Ja. Also die Karten sind wirklich eine energetische Aufnahme, eine Momentaufnahme, wo ihr gerade im Leben so steht, was für Themen euch beschäftigen. Die Karten bieten euch Lösungsmöglichkeiten, ja, wie ich mit den Themen dann umgehe und was ich eigentlich auch noch mal genau euch oder euch ans Herz legen möchte, das ist nichts in Stein gemeißelt. Ihr könnt eure Energien ändern natürlich. Und die eine Kartenlegung ist tatsächlich, dass ihr seht, ja, was liegt an, wie komme ich aus einer Situation raus, weil meistens möchte man sich ja die Karten legen, wenn man in irgendeinem Lebensbereich, wo es nicht so läuft, da möchte man mal genauer hinschauen. Also ein Kartenreading, eine Legung für euch persönlich, kann man immer gut einen Weg finden, wie man sein Leben anders angehen kann. Viele schauen ja auch auf ihren Wunschpartner, ja. Da kann man natürlich dann auch sehen, wie steht das gerade mit dem Menschen, mit dem man ganz gerne eine Beziehung haben möchte. Aber für mich ist immer wichtig, dass ihr auf euch schaut, dass ihr der Schöpfer eures Lebens seid und dass ihr bestimmt, wie es lang läuft und nicht das Gegenüber. Das finde ich ganz wichtig. Genau, und so berate ich auch privat letztendlich. Ich mache ja mehrere Beratungsformen. Diese Videoberatung ist ja sehr gut bei euch angekommen. Dann bekommt ihr ein Video von mir geschickt. Ich mache jetzt neuerdings WhatsApp-Beratung, das mache ich über Sprachnachrichten, aber auch vor Ort natürlich berate ich telefonisch. Ja, was gibt's noch zu sagen? Genau, die Astrologie. Ich schaue hier mal auf mein Handy gerade. Ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen, aber habe ich mal eben weggedrückt. So. Ja, die Astrologie, das ist natürlich das perfekte Match, ne? Eine Kartenlegung und euer persönliches Geburtsradix. Also ich mache die Astrologie jetzt seit 2,5 Jahren. Und das ist für mich wirklich, wenn ihr euer persönliches Geburtsradix habt, ja. Für mich selbst hat das völlig neue Türen geöffnet. Also ich wusste, habe erkannt, wer ich bin, warum, was in meinem Leben so läuft, wie ich es verändern kann, weil ihr seht da wirklich alle Anlagen drin, die ihr habt. Also es ist nicht nur das Sternzeichen, der Aszendent, ne? Kennen ja die meisten von euch, auch nicht nur das Mondzeichen, was ja für die Gefühlswelt so ausmacht, oder das Venuszeichen, wo der Planet in eurem Geburtsradix steht, ist, wir haben ja alle Planeten sind irgendwo vertreten in einem Zeichen, in einem Haus, was ganz genau Aufschluss darauf gibt, wie ihr einfach gestrickt seid und was für Problematiken ihr habt und was für
Potenzial ihr auch habt. Mir geht es meistens um das Potenzial zu entfalten. Ich arbeite lieber mit den Stärken, ja, und akzeptiere die Schwächen, aber es ist, wie es ist. Ich arbeite konkret mit den Stärken. Und wenn ihr da so einen Geburtskodex habt, kann man genau sehen, wo diese sind und was auf euch zukommt. Ja, es dreht sich ja alles und die Planeten haben ja einen Einfluss auf euer Häuserbereich. Ja, das ist jetzt alles schwer zu erklären, da gehe ich zu sehr ins Detail. Aber der aktuelle Stand der Planeten hat natürlich auch einen Einfluss auf euer Geburtskodex. Und da gibt es Aspekte, kann man sich dann ganz genau anschauen. Und man kann ganz genau sehen, was einem erwartet. Und wenn man das im Vorfeld natürlich weiß, kann man auch sehen, wie löse ich das im Vorfeld schon, ja. Man muss mit dem Universum sprechen, kommunizieren. Das ist, finde ich, das ganz Ausschlaggebende, weil das Universum will nur das Beste für uns. Und wenn wir halt Dinge akzeptieren, auch wie sie sind, annehmen, ja, und loslassen können, dann wird man auch beschenkt und kann wirklich da viel für sich und sein Leben, ja, in super positive Bahnen lenken halt, sage ich mal so, ja. Aber es ist ja so, man kann sich der Astrologie wirklich zunutze machen und viele Unternehmer tun das ja auch oder bekanntere, berühmte Persönlichkeiten, Politiker aus jeder Branche, Schauspieler, ja, Menschen, die ihr Leben halt erfolgreich gestalten wollen, machen sich das schon lange auch zu nutzen. Und es ist so, dass mehr und mehr Menschen da Zugang zu bekommen, was ich eben auch für richtig halte, dass jeder sich das einfach zu Nutzen machen kann, egal wo er im Leben steht oder ob er nun viel Geld hat oder nicht viel Geld hat, es sollte jedem zugänglich gemacht sein. Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Und diese Chance sollte jeder nutzen, meiner Meinung nach. Und da stehe ich auch für, dass ich da wirklich jeden so gut es geht berate, um ihn auf die Erfolgsspur in seinem Leben letztendlich ein Stück weiterzubringen. Also es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Ich habe da mal ein Zitat rausgesucht, und zwar ist das von einem Astrologen und Alchemisten, schon sehr alt, der heißt Arnald von Villanova. Und er hat gesagt, der Mensch kann Großes vollbringen, wenn er sich den Einfluss der Sterne zunutze macht. Und da ist viel Wahres dran an diesem Zitat. Ich habe mir das hier mal rausgesucht. Das sind auch neuzeitlichere, natürlich, genau, von dem Johannes Kepler, ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff, der hat mal gesagt, 20 Jahre emsiger Praxis haben meinen rebellischen Geist von der Astrologie überzeugt. Genau, also wenn ihr daran Interesse habt, dann meldet euch gern bei mir. Ich kann es wirklich nur jedem anraten. Es bringt einen ein großes Stück weiter. Ja, das war's eigentlich schon. Ich glaube, ich werde das mal öfter machen, dass ihr einen kurzen Einblick hier von mir bekommt, wie der Stand denn so bei mir ist. Und dann freue ich mich, wenn wir vielleicht auf dem einen oder anderen Wege nochmal zusammenfinden. Ja, das Universum entscheidet natürlich, wann und mit wem man da zusammenkommt, ich bin da ganz offen und ja, freue mich, wenn ihr diesem Kanal hier weiterhin erhalten bleibt und wir irgendwie weiter kommunizieren können. Ja, und das wollte ich auch noch kurz sagen, dass mir es sehr wirklich wichtig ist, dass wir hier auf diesem Kanal einen wirklich respektvollen Umgang miteinander haben, dass wir jeden hier wertschätzen können, dass jeder hier auch seine Meinung äußern darf. Und dass wir halt das in einer respektvollen Form tun. Und das ist mir schon sehr wichtig, der Umgang miteinander. Genau. Jo, dann war es das erstmal hier vom Löwenherz Arbeitsstudio sozusagen. Und dann wieder bis zu meinen nächsten Orakeln oder Astro Talks. Macht's gut, euer Löwenherz.